Hallo Leute, diesmal habe ich dabei Stephen Kings, der Dunkle Turm, Band 5 der Comicserie mit Die Schlacht am Jericho. Und das ist eine Sache, die wir bisher eigentlich nur mal so am Rande erwähnt kriegen. Wir bekommen sie immer schon mal so angedeutet in Klaas, wenn ich mich recht erinnere, wo er schon ein bisschen in die Zukunft sozusagen vorauserzählt und die Schlacht auf die Schlacht Bezug nimmt vom Jericho Hill, aber sie eben nicht selbst erzählt. In Wolfsmund müsste es gewesen sein, träumt Roland auch nochmal rückwirkend von dieser legendären Schlacht vom Jericho Hill, aber wir kriegen sie nie komplett erzählt. Also wir kriegen, wie gesagt, in dieser Traumsequenz ein paar Teile der Hauptschlacht gezeigt und ansonsten kriegen wir sie eben nur namentlich erwähnt, dass dies eben ein einschneidendes Erlebnis für Roland war und welche Bedeutung diese für seine Reise hat. Aber dieser Band beginnt erstmal lückenlos an der Untergang von Gilead. Man kann eigentlich sagen, dass niemand die Schlacht von Gilead überlebt hat. Ganz einfach, Farsen hat die Stadt überrannt und Roland und ein paar seiner Freunde, die meisten davon noch nicht mal die Ausbildung zum Revolvermann beendet, konnten gerade so fliehen. Und das war's. Auf ihrer Flucht sind sie auch durch die Fluchttunnel gegangen, wo eigentlich sich die Zivilbevölkerung verschanzt hatte. Aber ja, hier finden sie nur verbrannte Leichen. Denn ja, Verräter aus den eigenen Reihen der Revolvermänner haben ja nun eben diese alle ja getötet, verbrannt und erschossen, ne? Was Roland nochmal den letzten Kniff sozusagen gibt. Er hat eigentlich so ziemlich alles verloren. Aber der Untergang Gilead hat eine weitere Folge. Einer der Balken ist gebrochen, wie ihr hier seht. Und die Balken sind das, was eben Rolands Welt zusammenhält. Eigentlich nicht nur Rolands Welt, sondern alle Welten, die Stephen King je erschaffen hat. Ne? Weil jede Welt sich irgendwo auf einem dieser Balken irgendwo befindet. Es gibt insgesamt 6 dieser Balken, die sich in der Mitte überschneiden und in der Mitte findet man dann den sogenannten dunklen Turm, laut der Legende. Ne? Würden alle Balken brechen, stürzt aber gleichzeitig der Turm zusammen und alle Welten ja, fallen ins Nichts. Alle Welten würden vergehen. Ne? Und hier ist nun ein ganzer Stamm Welten mit einem Schlag weg. Und dieses Brechen des Balken hat Folgen. Die Zeit läuft nun anders. Etwas, was wir schon in Schwarz damals kennengelernt haben. Die Welt hat sich weiter bewegt. So heißt es in Stephen Kings Büchern immer. Die Zeit läuft nicht mehr genau. Selbst eine kaputte Uhr zeigt nicht mal mehr an Tag zweimal die richtige Zeit an, wie wir es kennen. Eine kaputte Uhr, die ist 12 Uhr stehen geblieben, die wird mindestens zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigen. Selbst das findet in dieser Welt nicht mehr statt. Und das, was gestern 2 Meter entfernt war, kann jetzt 2 Kilometer entfernt sein. Und am nächsten Tag stehst du mit einem Schritt schon vor deinem Ziel. Alles hat sich verändert und nichts ist mehr, wie es war. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Ne? Und in dieser Welt müssen nun Roland und seine Freunde sehen, wie es weitergeht. Ne? Und während eben noch dieses Beben vom Brechen des Balken sich bemerkbar macht, greift Martin an. Er greift den guten Chemie an, der gerade erst zu unserem Quartett dazugestoßen ist und zieht ihn in seinen Zauberbann und lässt den guten Chemie auf die Manifestation der Balken treffen und sieht dort eben einen der toten Geister des Balken in den Armen der anderen. Ne? Das ist eine Sache, die wir dann wiederum in der Turm erzählt bekommen, wenn Chemie in die Geschichte zurückkehrt. Ne? Roland sieht diese Schlacht als geschlagen an und er weiß, er hat keine Chance mehr, Farsen zu besiegen, noch Gilead zu retten. Oder vielleicht doch, denn die Pampelmuse hat ihn im Band 2 ja etwas gezeigt. Er hat ihm Endwelt gezeigt, wo er auf den scharlachroten König traf und wo er dessen Bestreben sah, den dunklen Turm. Und nun hält Roland eine ellenlange Rede vor seinem Quartett, dass ihr Ziel nur sein kann, dorthin zu gehen, zum dunklen Turm, ihn zu besteigen und wer auch immer da oben auf dem Thron sitzt, dazu zu zwingen, Gerechtigkeit herzustellen, Gilead wieder zu beleben und Farsen aus den Annalen der Geschichte
zu bannen. Ne? Und so sind unsere Freunde nun 9 lange Jahre auf der Suche nach dem dunklen Turm. Davon kriegen wir ehrlich gesagt nicht viel erzählt. Unsere Freunde, ja, wissen ja nicht mal, in welche Richtung sie wirklich gehen sollen. Sie haben zwar einen Balken gefunden, dessen Weg sie folgen können, aber sind sie in die richtige Richtung gegangen? Das bleibt zu sehen. Ne? Nur haben sie wenigstens in diesen 9 Jahren auch wieder Leute um sich geschart und wieder einen starken Widerstand um sich herum geschaffen. Aber Farsen war auch nicht untüchtig und hat immer mehr Waffen des alten Volkes wieder erlangt und wiederbelebt. Ne? Und für Roland gibt es nun mal jetzt nur noch eine Möglichkeit, einen endgültigen Schachzug gegen Farsen zu machen. Ne? Und das führt dann alles zur Schlacht von Jericho Hill. Aber wie immer läuft diese Sache nicht ganz so einfach, denn auch der gute Martin wird wieder seine Finger im Spiel haben. Ne? Ja, es ist eben die Geschichte, auf die man jahrelang wartet, dass sie erzählt wird. Die Schlacht selbst kommt ehrlich gesagt meiner Meinung nach wirklich fast zu kurz. Es geht eben wieder sehr viel um das Ränkenspielen und auch schon fast um politisches Wirken und Wirren. Darüber eben Verbündete zu finden, Völker zu befreien, die eben bereits unter der Herrschaft von Farsen leiden. Ne? Und dann sich eben zu sammeln für eine große Schlacht. Aber wie gesagt, eben Martin ist auch immer vor Ort und plant sein eigenes Ding. Dies wird der schwärzeste Tag für Roland sein. Ja, natürlich kann man sagen, der Untergang gehe zwar dies schon, aber da war noch etwas, das nannte man Hoffnung. Die hatte Roland immer noch, auch wenn er sie sich nicht anmerken ließ, auch wenn er danach verändert war und auch wenn er da schon eigentlich fast in diese miesmutige Richtung ging, wie wir ihn eben in Schwarz kennengelernt haben. Irgendwo war da immer noch Hoffnung und es war Liebe für sein Quartett. Aber am Ende wird einfach nur noch Schwärze in ihm herrschen. Er selbst wird mehr Ähnlichkeit mit Martin haben, als er sich wahrscheinlich wünscht. Sie sind danach einfach zwei Seiten einer Medaille. Aber so einfach zu sagen, die eine Seite ist gut, die andere ist böse, kann man dann auch nicht mehr. Ja, wie gesagt, ich habe Jahre auf diese Geschichte gewartet. Bin froh, dass man es uns wenigstens in Comicform erzählt hat, unter der Leitung natürlich von Robin Firth, die ja eben auch Stephen King geholfen hat, eben nach Klaas wieder zurückzufinden in Wolfsmond und Susanna und der Turm. Denn ja, die Bücher hat er ja nur geschrieben, weil er ja dann seinen klassischen Unfall hatte. Ne? Und bei diesem Unfall hat er ja sein Leben an sich vorbeiziehen sehen. Dieses Unfall hat er ja auch in der Turm mitverarbeitet. Ne? Und da war für ihn klar, er muss diese Reihe jetzt irgendwie beenden, aber den Weg zurückzufinden in dieses Epos war schwer. Er hat sich die Hörbücher dazu angehört, die wohl sehr gut im Englischen sind, ne? Aber auch damit konnte er nichts fassen. Er brauchte etwas, woran er sich klammern konnte. Und da kam die junge Studentin Robin Firth daher, die ihm ein Kompendium geschrieben hat mit allen Personen, allen Orten, den Jahreszeiten, Jahreszeiten, allen Festen, alles, was irgendwo in diesen 4 Büchern erwähnt wurde, fand man da wieder. Ne? Und dies konnte er nutzen, um eben das Epos weiterzuschreiben. Man merkt natürlich dann auch innerhalb der Bücher einen klaren Erzählbruch. Ne? Denn ab hier an haben wir eine dichte Erzählung. Alle 3 Bücher hier zusammen sind eine Geschichte sozusagen. Wir haben wieder mehrere Erzählungen da drin, wie auch schon die anderen. Aber die sind jetzt sehr dicht und diese sind schon eigentlich mehr lose. Klar, es gibt diesen Übergang von Tod zu Klaas, dieses Ende mit Plain the Mono, klar, das ist da. Aber irgendwie hat das hier alles noch immer mehr das Gefühl eines Einzelnen und keinen großen Planes dahinter. Dieser große Plan kommt erst mit Wolfsmund sozusagen dazu. Ne? Also, Robin Firth hat halt eben Ahnung von diesem Universum, ne? Und natürlich hatte auch Stephen King natürlich noch immer die Gesamtleitung, ne? Aber mit Robin Firth war da eben jemand beteiligt, der eben wirklich das Gefühl für dieses Universum hatte, ne? Und dadurch ist diese Reihe eben auch wirklich so gut geworden, meiner Meinung nach. Und hätte man Robin Firth vielleicht mit zu den Filmen geholt, wäre der Film vielleicht auch was geworden. Ne? Gut, damit würde ich sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.